willkommen im Nachtcafé. Hallo, liebe Zuschauer, danke schön. Wer von Ihnen, danke schön, sucht im Leben nicht den Erfolg? Wir kennen alle die Überflieger, denen alles gelingt. Wir kennen diejenigen, die über Umwege zum Erfolg finden. Und wir kennen auch diejenigen, denen es nicht so recht gelingt, die ein Leben lang scheitern. Aber was ist überhaupt Erfolg? Steht es nur für Karriere und Geld? Und ist ein Leben voller Erfolg auch ein zufriedenes Leben? Der Weg zum Erfolg, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich begrüße sehr herzlich die Schauspielerin Katja Flint. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Ursprünglich hatten Sie ein ganz anderes Berufsziel, Ärztin. Statt sich aber täglich in der Klinik den weißen Kittel überzuziehen, wechseln Sie nun ständig Ihre Rollen vor der Kamera. Und das seit Jahrzehnten mit großem Erfolg. Wie es dazu kam, erzählt uns Katja Flint. Nochmal schönen guten Abend. Ihnen, Verona Poth, war schon von klein auf klar, ich will berühmt und reich werden. Einen Plan B hatten Sie nie in der Tasche. Wozu auch? Denn Sie sagen, ich bin der Plan B. Seit nun 25 Jahren haben Sie ein sehr gutes Gespür, wie man sich mit Hartnäckigkeit im Rampenlicht hält, haben aber dafür auch oft viel Kritik und Häme einstecken müssen. Herzlich willkommen in Baden-Baden, Verona Poth. Günther Gabers. Für Sie zählt nicht der rote Teppich, sondern grüne Wiesen für Ihre Schafe. Ruhm und Geld haben für Sie als Wanderschäfer keinen Stellenwert, obwohl auch Sie als Architekt früher auf Erfolgskurs getrimmt waren. Warum Sie sich später ganz bewusst gegen ein wohlig warmes Büro und für ein hartes Naturleben mit vielen Entbehrungen entschieden haben, hören wir vom Schäfer Günther Gabers. Guten Abend. Täglich eiserne Disziplin, um eines Tages auf dem Siegertreppchen zu stehen. Ihr Leben, Diana Grünberg, war von Kopf bis Fuß auf stundenlanges Training, strenge Diäten und Muskelaufbau programmiert. Der Lohn dieser Knochenarbeit, Weltmeisterin im Fitness-Aerobic, bis Ihnen plötzlich eine Krebsdiagnose den Boden unter den Füßen wegzog und statt Erfolg nur noch Überleben wichtig war. Guten Abend, Diana Grünberg. Brigitte Rebschläger. Als Ihre drei Kinder aus dem Gröbsten raus waren, sorgte ein anfänglicher Nebenverdienst bei Ihnen für eine berufliche und auch persönliche Erfolgsgeschichte. Innerhalb kürzester Zeit kletterten Sie die Karriereleiter hoch, und zwar dank bunter Plastikschüsseln. Davon profitierte nicht nur die Familienkasse, sondern auch Ihr Selbstbewusstsein. Ich begrüße ganz herzlich Brigitte Rebschläger. Als Drag Queen Gloria Viagra führen Sie ein glamouröses, exzentrisches Leben und lassen in angesagten Szeneclubs den Tanzboden beben. Durch die grelle Schminke und den ganzen Glitzerfummel vollzieht sich bei Ihnen nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich eine Verwandlung. Heraus kommt die größte Glamour Queen des Berliner Nachtlebens. Ich begrüße ganz herzlich Gloria Viagra. Ja. Was ist wirklich entscheidend für ein erfolgreiches Leben? Welche Rollen spielen dabei die Gene, das Umfeld und der eigene Wille? Antworten hat heute Abend darauf Dr. Wilhelm Schmid. Und ich nehme es gleich vorweg, Ihr ganz persönliches Erfolgsgeheimnis ist, ja, der Misserfolg. Wie das zusammenpasst, erfahren wir heute Abend von Bestsellerautor und Philosoph Professor Wilhelm Schmid. Herzlich willkommen. Das, Herr Schmid, müssen Sie jetzt gleich mal auflösen. Wieso Misserfolg als Erfolgsgeheimnis? Erklären Sie uns das. Weil es wahr ist. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die erfolgreich waren. Ich habe über 10 Jahre hinweg nebenher in einem Krankenhaus gearbeitet, und das war in der Schweiz. Und da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man mindestens wirtschaftlich erfolgreiche Menschen trifft. Und das fiel mir alsbald auf. Viele denken, Erfolg, naja, das ist so eine gerade Linie aufwärts. Aber das, was rauskam, war bei sehr vielen, sie haben krasse Misserfolge erlebt.
Das kennt im Prinzip jeder Mensch. Und was ist der Unterschied bei den erfolgreichen Menschen? Dass sie was daraus lernen, dass sie die Flinte nicht ins Korn werfen nach dem Misserfolg, sondern neu anfangen, verändert anfangen und auf die Weise dann irgendwann doch erfolgreich. Aber dieser alte Satz, Umwege erhöhen die Ortskenntnis, den würden Sie unterschreiben? Ja, zwingend. Das wäre noch eine weitere Einsicht. Der Weg zum Erfolg ist ein Umweg. Es gibt, möchte ich fast behaupten, es gibt keinen direkten Weg. Wir werden sehen heute, wir werden sehen, ob es den gibt. Ja? Von daher wäre es eine gute Idee, sich zu sagen, scheue keinen Umweg. Denn auf Umwegen machst du Erfahrungen, wirst du sensibler, lernst die Sache besser kennen, detaillierter kennen, um die es geht. Und das ist eine Grundlage für Erfolg. Tauchen wir ein in die Geschichten dieser Runde. Katja Flint, Sie wollten auch mal Medizin studieren. Was hat Sie daran gereizt? Warum wollten Sie ausgerechnet das? Also, als ich Ende der 70er Jahre Abitur gemacht habe, wollte ich eigentlich am liebsten Kunst studieren, weil ich nämlich gern gezeichnet habe und überhaupt auch Skulpturen und sowas faszinierend fand. Aber das war in der Welt, in der ich zu Hause war, völlig absurd, so ein künstlerischer Beruf. Mein Vater war Wissenschaftler und dann war die zweite Wahl, weil ich in Biologie sehr gut war, eben die Medizin. Und da hat mich vor allem interessiert, der psychologische Zusammenhang auch von organischen Krankheiten, was damals Ende der 70er noch nicht so verbreitet war, wie man das heute so kennt. Und so, das habe ich dann später in der Berührung mit der Schauspielerei. Ich wartete dann auf den Studienplatz. Es hat nicht gleich geklappt mit dem Studienplatz. Wie war denn die erste Berührung mit der Schauspielerei? Die war im Nachtclub. Ich bin nach München gegangen nach dem Abitur und habe ein bisschen rumgejobbt, weil ich ein mittelmäßiges Abitur hatte und nicht gleich einen Studienplatz bekommen habe. Und im Nachtclub war dann so Dreharbeiten zum Derrick. Und da waren so ein paar Schauspieler dabei, die ihren Text nicht anständig konnten. Und dann dachte ich, so schwer kann das doch nicht sein. Das kriege ich auch. Das würde ich eigentlich auch hinkriegen. Wieso eigentlich nicht? Und dann fand ich das eigentlich ganz spannend, dass man in der Schauspielerei eben auch eine Art Psychoanalyse seiner Figur macht. Und mich hat so viel interessiert. Ich habe dann natürlich, als ich nach München ging, auch noch so viele andere Berufe kennengelernt, die mich auch fasziniert hätten. Und dann dachte ich, mit der Schauspielerei habe ich ja viele Berufe in einem. Ich kann mal Ärztin sein und wenn ich einen OP-Fehler mache, wirft den mir keiner vor. Und viele Leben schlüpfen sozusagen. Ja, ja, das fand ich sehr interessant. Aber wir reden hier heute über den Weg zum Erfolg. Dann bestätigen Sie ja im Prinzip das, was Herr Schmid gesagt hat. Ja, also bei Ihnen stand ja kein langfristiger Masterplan dahinter, sondern das hört sich eher so an wie Zufall, Intuition, dass Sie es ergreifen. Ja, also bis heute habe ich das Gefühl, das ist nur Übergang. Zu irgendwas anderem, ja. Mal gucken, wohin wir später noch rübergehen. Aber erstmal wollen wir festhalten, Sie sind dann als Schauspielerin über das Theater zum Film gekommen und haben große Erfolge gefeiert, sehr große sogar. Ihren Durchbruch feierte Katja Flint 1994 mit Die Sieger. Doch die Rolle ihres Lebens war die der Dietrich in Josef Vilsmaiers Drama Marlene. Dafür wurde sie gefeiert. Und einen Oscar bekam sie auch. Nicht den Filmpreis. Den gemeinsamen Sohn mit Heiner Lauterbach taufte sie auf diesen Namen und scherzte, dann habe ich endlich auch einen Oscar. Nach Lauterbach war Flint 3 Jahre lang mit dem verstorbenen Filmproduzenten Bernd Eichinger zusammen. Ihre letzte medienwirksame Beziehung war die zum Schriftsteller Peter Handke. Denn lieber als über ihr Liebesleben spricht Katja Flint über neue Projekte, wie den Film Liebling, lass die Hühner frei, für den sie gemeinsam mit Axel Mielberg vor der Kamera stand. Also, lass uns doch vielleicht über unsere Silberhochzeit sprechen. Ich muss los. Katja Flint, Sie haben in vielen Filmen mitgespielt, mit großartigen Schauspielern gespielt. Wir haben es gerade gesehen, ein Film, den viele mit Ihnen verbinden, ist Marlene. Es gab da eine riesengroße Medienaufmerksamkeit rund um diesen Film. Was hat das mit Ihrem Leben gemacht? Also ich habe daraus eigentlich gelernt, dass dieses sogenannte
berühmt, bekannt sein, in allen Medien sein, dass das nicht 100% mein Ding ist. Nicht 100% nee. Heißt gar nicht oder so ein bisschen? Naja, also als ich anfing mit der Schauspielerei, war es natürlich schon faszinierend, dass man vielleicht mal eine Rolle hat oder sogar eine Hauptrolle in einem großen Kinofilm. Und als das Thema dann spruchreif wurde, dass mir also Marlene angeboten wurde und nicht so schnell ein Film, also ein Drehbuch da war, hat der Bert Eichinger, der nicht beteiligt war an diesem Film, meine Agentur ein sensationelles Angebot gemacht, nämlich 1 Million D-Mark oder Euro, ich weiß nicht, damals waren wahrscheinlich D-Mark noch. Auf jeden Fall war das so für einen deutschen Schauspieler Wahnsinn. Ja. Wenn ich den Film mit ihm mache. Er hat aber gesagt, er würde, also erstens hätte ich natürlich nie meinen Produzentinnen abgesagt, um mit meinem Lebensgefährten einen Film zu machen, weil das macht man nicht. Aber er war sich auch nicht sicher, ob er einen Kinofilm oder einen Fernsehmehrteiler draus macht. Und ich habe gesagt, nee, wenn ich das schon mache, dann will ich auf die Leinwand. Und das fand ich faszinierend, auch so ein Leben nachzuvollziehen von so einer großen Leinwand-Diva. Wir haben ja auch Dreharbeiten in Los Angeles gehabt und das ganze Pompöse drumherum war auch dabei, also riesen Wohnmobil und pipapo. Ja. Und dann nahm das aber so eine Fahrt auf in den Medien, dass mir das fast zu viel wurde. Also dieses in allen Medien, in allen Talkshows und hinterher. Und es wurde so hochgepusht, die Erwartungshaltung. Was hat sich denn verändert? Also war es der Druck, die Erwartungshaltung? Oder fühlten Sie sich einfach gestresst? Haben Sie sich auch verändert mit dem Erfolg? Was ist da passiert? Naja, also dieses, sagen wir mal, dass man ständig unter Beobachtung ist und dass man eben jedes kleine Wort so auf die Goldwaage gelegt wird und dass auch das so viel, also doch relativ viel Neid schürt. Und mir war es nie wichtig, besser oder erfolgreicher als andere zu sein oder irgendwen auszustechen. Und ich verstehe auch, dass natürlich viele Kolleginnen sich gedacht haben, wieso hat die jetzt diese Rolle gekriegt und nicht ich? Ich spiele mindestens genauso gut, womit sie mit Sicherheit recht haben. Aber man hat eben manchmal so ein Glück, dass man dann eben so eine Chance bekommt. Aber diese ganz extremen medienwirksamen Dinge haben auch ihre Schattenseiten. Also das hat sie ja so verschreckt, höre ich sogar. Ja, ja, also ich habe danach gedacht, so, das habe ich jetzt einmal gemacht, jetzt reicht das. Also ich war nicht so danach, jetzt will ich sofort den nächsten und noch mehr. Und ich möchte nach Hollywood und ich möchte jetzt einen nach dem anderen. Sondern ich dachte, es ist ganz gut, wenn ich danach wieder jetzt lieber kleinere Brötchen backe und dann so in Ruhe für mich, weil für mich ist immer die Vorbereitung, wo wir wieder bei der Medizin und der Psychologie sind, dieses Schwangergehen mit der Figur, die Vorgeschichte, die Psyche zu untersuchen, mir zu überlegen, wie spiele ich das, wie mache ich das, das ist die schönste Zeit. Und am Drehort ist es auch schön, aber oft auch stressig. Aber das mag ich eigentlich, also ohne dieses ganze Theater drumherum. Also Erfolg ja, im Beruf aufgehen ja, aber zu viel von all dem drumherum, von den Begleiterscheinungen nein. Wie ist das bei Ihnen, Frau Poth? Wenn Sie an die Öffentlichkeit denken, genießen Sie das auch richtig, diese Aufmerksamkeit? Ist es ein bisschen anders? Also, sagen wir mal so, ich gehöre da irgendwie so hin. Also, mir stört das nicht. Also, Leute, die mich näher kennenlernen, sagen, du bist ja gar nicht viel anders im Fernsehen. Wir haben uns ja auch vorhin kennengelernt. Ich komme auch gar nicht sehr anders angezogen oder von der Optik. Ich bin nicht einer, der sich fürs Publikum verkleidet. Ich bin eigentlich wirklich so, wie ich bin. Und mein Vorteil ist deswegen auch 25 Jahre jetzt in der Showbranche, es fiel mir nie schwer, unter Menschen zu sein, viel von mir zu geben, über mich selber zu lachen oder mein Aussehen so auf den Punkt zu bringen. Weil ich sage immer, ich wurde so geboren. Ne? Und ich glaube, das ist so mein Naturell und ich habe auch kein Problem eigentlich mit den Medien. Es gibt natürlich immer Momente, wo man an Grenzen kommt, wo man auch mal sagt, oh, mir reicht's. Und welche Momente sind das? Naja, es ist so, wenn man sehr viel gibt über längere Zeit, dann gibt es so manche Momente, wo man eigentlich sich sehr verletzlich fühlen kann, ohne dass einer was Böses will. Aber man wird da schon auch verletzlicher. Aber auf der anderen Seite bin ich von Natur aus ein Tough Cookie. Ich kann auch viel ab. Und ich sage ja auch immer, diese schöne Plattform, die wir hier alle bedienen auf unsere Art und Weise, es gibt wirklich eine Möglichkeit auszusteigen. Und ich denke, dass jeder deutsche Prominente in 3 Jahren ganz gut vergessen werden könnte, wenn er denn wirklich konsequent gehen würde. Aber das wollen Sie nun auch nicht. Nein, aber alle jammern immer, ich werde verfolgt und die Paparazzis und ich bin so berühmt.
Ich glaube, jeder von uns, wenn er 3 Jahre keinen Ton mehr sagt, dann weiß man zwar noch, wer das war, mhm, aber das Interesse steigt dann natürlich nicht auf, sondern ab. Und dann hat man irgendwann mal seine Ruhe. Denke ich. Das ist das große Problem von Erfolg, das Sie jetzt zuletzt ansprechen. Die große Schwierigkeit ist ja, zum Erfolg zu kommen. Aber die meisten vergessen, dass die eigentlich große Schwierigkeit dann kommt, nämlich vom Erfolg wieder runterzukommen. Mhm. Und das muss man aber zwingend. Es gibt niemanden, der permanent auf dem Gipfel ist, ungefähr, wenn der Vergleich erlaubt ist, ein bisschen so wie beim Orgasmus. Das würden wir gerne alle haben. Ja, jetzt reden wir über die wirklichen wichtigen Dinge. Genau. Oben auf der Welle zu bleiben und ewig zu reiten und zu surfen. Aber das geht eben nicht. Und das macht vor allem demjenigen, der selber erfolgreich ist, immense Schwierigkeiten. Schon deswegen, weil er oder sie gar nicht darauf vorbereitet ist. Aber wenn man sich natürlich ein Privatleben aufbaut, also für mich persönlich sind meine Kinder und mein Mann unser Zuhause das Allerwichtigste. Und wenn mir jetzt einer so schnippen würde und ich wäre morgen unbekannt, das würde wirklich nichts weiter auslösen, außer die gleichen Gedanken vor 25 Jahren, ich würde wieder naturgegeben anfangen weiterzuarbeiten und in 5 Jahren wäre ich wieder bekannt. Also ich bin so programmiert, aber das ist nicht mein Ziel. Ich habe ja nichts davon, selber mir zu sagen, ich bin bekannt. Also aber in dem Zusammenhang, Frau Flint, wenn jetzt Familie und auch Erwartungen und auch Öffentlichkeit angesprochen sind, wir haben ja gesehen, Sie waren mit Bernd Eichinger zusammen, mit Heiner Lauterbach, mit Peter Handke. Über die Beziehung wollen wir gar nicht reden. Aber Sie haben mir gesagt, eigentlich war Ihnen die Öffentlichkeit ein bisschen viel. Nun sind das ja Typen, die auch noch mal zusätzlich so Licht und Aufmerksamkeit angezogen haben. Ich habe ja keinen berühmten, also es gab außer diesen 3 bekannten Namen natürlich auch noch 2, 3 andere, die über kein Schwein. Von denen wir gar nicht so viel wissen, verstehe. Und ich habe den Heiner kennengelernt, da kannte uns keiner von beiden, kannte irgendwer. Also wir waren beide völlige Nobodies. Ne? Und Leute, was habt ihr für schreckliche Bilder. Das versuche ich immer zu vermeiden, dass die im Internet irgendwelche Horrorbilder raussuchen, aber damit muss man also leider leben. Horror ist, glaube ich, was anderes. Egal. Mhm. Wie auch immer, man lernt natürlich, wenn man sich dann, ich drehe nun mal Filme und beim Film lernt man dann andere Filmschaffende kennen. Und so hat sich das dann ergeben. Man in dem Umfeld, in dem man sich bewegt, wo man seinen Alltag verbringt, lernt man andere Menschen kennen. Mhm. Und die sucht man dann, also sagen wir mal, man versucht zu vermeiden vielleicht, dass die wahnsinnig berühmt sind, aber wenn es dann eben Bumm macht und man verliebt sich, dann kann man ja nicht sagen, ich kann jetzt mit dir leider nicht zusammen sein, weil du bekannt bist. Wir haben ja auch über den Misserfolg und die Umwege gesprochen. Marlene Dietrich hat gesagt, wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich die gleichen Fehler machen, aber ein bisschen früher, damit ich mehr davon habe. ist es so, dass Fehler uns wirklich immer wieder durcheinanderwirbeln, weitertragen, auch erfolgreich machen? Sehen Sie das ähnlich? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass jede Krise auch eine Chance ist. Mhm. Und dass, wenn man lernt im Laufe des Lebens, dass es einfach immer so in so Sinuskurven rauf und runter geht, weiß man dann irgendwann, jetzt ist es zwar gerade unten, aber danach müsste es wieder aufwärts gehen. Und manchmal ist auch so eine Krise oder erweckt einen auch so ein bisschen auf, dass man mal hinterfragt, was mache ich da eigentlich? Sollte ich das doch mal was verändern und vielleicht meine Zeit ein bisschen anders einteilen? Also ich kenne das auch von mir, dass ich irgendwann beschlossen habe, ich muss nicht eine Hauptrolle nach der anderen spielen, weil es bleibt mir einfach zu wenig Zeit für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Sie fotografieren auch gerne. Ich fotografiere sehr gerne und ich sage öfter Hauptrollen ab und dafür kleinere Rollen zu, weil ich dann einfach mehr Zeit habe zum Fotografieren, aber auch für Dinge, die ich liebe, eben lesen, ich liebe Dokumentationen über Wissenschaft, Kunst, alles Mögliche. Und endlich mal Zeit zu haben, nicht schon am Telefon, wenn das Gespräch etwas länger wird, zu denken, ich müsste jetzt eigentlich dies, das und jenes. Dass man das tut, was man am Ende, was ich so höre, wenn Leute im Sterben liegen, wenn sie gefragt werden, was würdest du anders machen, sagen die meisten Leute, ich würde gern mehr Zeit mit meiner Familie, meinen Freunden, mit meinen Kindern verbringen und nicht immer nur im Hamsterrad irgendwie dem nächsten Erfolg hinterherjagen.
Und das habe ich so gelernt, dass ich mir die Zeit jetzt so einteile, dass ich selbstverständlich gerne meinen Beruf mit Begeisterung mache, aber dass ich auch für andere Dinge Zeit habe. Und vor allem für die Menschen, die mir wichtig sind. Sie haben ja auch am Anfang gesagt, Ihr Leben ist auch immer wieder ein Übergang. Sind wir einfach gespannt, wohin Sie weiterführen? Ja, ich auch. Katja Flint. Herr Schmid, Sie haben ja auch geschrieben, was ist denn Ihr Begriff von Erfolg? Was ist denn Erfolg? Wie würden Sie das denn beschreiben überhaupt? Wenn was gut geht. Wenn was gut geht. Gelingen also. Und das gibt's im unsichtbaren Bereich, alltäglich, privat. Heute Morgen zum Beispiel habe ich unfallfrei mein Müsli gegessen am Morgen. Das war schon der erste Erfolg. Der Tag hat schon gut angefangen. Ja, wollen wir das auch mal runterdampfen, damit nicht alle denken, ich führe ein völlig erfolgloses Leben. Nein, wir führen alle ein relativ erfolgreiches Leben. Aber natürlich gucken alle auf die spektakulären Erfolge, die es privat gibt. Den Menschen des Lebens kennenzulernen, ist eine großartige Sache. Und das empfinden wir als Erfolg. Und bleibt, wenn es privat ist, immer noch im unsichtbaren Bereich. Und dann gibt es eben den sichtbaren Bereich, der Erfolg viel, viel schwieriger macht. Den sichtbaren Bereich für viele andere. Denn wenn nur ich weiß, dass ich Misserfolg habe, dann geht das noch einigermaßen. Aber wenn viele zugucken und ich habe Misserfolg, ist es eine Demütigung oder wir empfinden das als Demütigung. Und dann ist es gut, wenn, wie Sie sagen, Frau Flint, das nach eben ab dann auch wieder ein Aufkommt. Im Prinzip stimmt das. Die große Schwierigkeit ist nur, es scheint ein Gesetz der Serie zu geben. Wenn was gut geht, dann geht noch mehr gut. Und wenn was schlecht geht, dann geht noch mehr schlecht. Auf einen Misserfolg folgt Misserfolg und Misserfolg. Und dann kommt irgendwann für einen Menschen der Punkt, wo er oder sie aufgeben möchte und nicht mehr daran glaubt, dass es eben irgendwann doch wieder aufwärts geht. Und dann geht es meistens aufwärts, am Punkt so der Verzweiflung. Einen kleinen Tipp, den versuche ich auch hinzukriegen. Diesen mittleren Weg, gar nicht so diesen Ehrgeiz zu haben, ganz oben zu sein, dann kann man auch gar nicht so ganz unten. Wenn man so mittelmäßig erfolgreich ist, vielleicht ab und zu ein bisschen über dem Durchschnitt, dann lässt es sich sehr schön lange damit gut umgehen. Als Sie Kind waren, wollten Sie mittelmäßig erfolgreich sein oder wollten Sie eine Bombe werden? Also in Anführungsstrichen. Ja, ich hab einfach in mir wahnsinnig viel Energie gehabt und ich bin dann halt losgelaufen und wurde auf diese Energie auch sehr viel angesprochen. Es gab ja keine Castingshows wie heute, wo man hätte mitmachen können. Ich glaube, ich wäre überall gewesen. Ich hätte selbst wahrscheinlich bei Dieter Bohlen vorgesungen, genauso wie bei Heidi Klum als Model vorgetanzt. Also wäre ich jetzt in dem Alter, hätte ich das sicherlich alles gemacht. Ich hätte auch gar nicht verstanden, warum andere da nicht hingehen. Ich hätte jeden angesprochen und gesagt, super, die suchen welche Hit mit uns. Und auf meinem Weg war das auch so, dass ich eigentlich kaum Selbstzweifel hatte. Ich will jetzt sagen, nicht unbedingt keine. Aber das war nicht, weil ich dachte, ich bin so toll, sondern ich hatte eigentlich kein Problem. Ich habe immer gedacht, was soll denn da schon schief gehen? Also ich hatte keine Selbstzweifel, aber nicht aus dem Grund, dass ich so toll war oder mich so fühlte, sondern ich dachte, das, was man verlangt, ist doch nicht so schwer. Und bin dann auch losgelaufen in die weite Welt und fiel dann Leuten auf wie Fotografen. Ich bin 1,78, das ist natürlich eine Voraussetzung. Und früher war das, Mann, du bist ja groß, willst du nicht Model werden? Hier ist meine Karte. Und ich merkte einfach immer, wenn ich unter Menschen ging, dass irgendwie auch die Leute auf mich zukamen und mich so ein bisschen, ja, möchtest du nicht modeln? Wir machen eine Modenschau, willst du nicht mitmachen? Ich habe ein Restaurant eröffnet, du könntest doch vorne die Gäste begrüßen. Also irgendwie schien ich so ein kleiner Exot zu sein. Und wie das genau begonnen hat, da setzen wir gleich nochmal an. Aber vorher wollen wir uns noch einmal vergegenwärtigen. Sie sind seit 25 Jahren auf allen Kanälen präsent. Verona und immer wieder Verona. Verona Poth hat's geschafft. Sie feierte Erfolge als Miss Germany und Miss World, als Model, als Moderatorin, als Werbeikone, als Schauspielerin und nicht zuletzt als Sängerin. In Talkshows ließ sie Alice Schwarzer alt aussehen und ihren Tränen freien Lauf. Die 4-Wochen-Ehe mit Dieter Bohlen war keine Erfolgsgeschichte. Doch die Ehe mit Franjo hält bereits im 13. Jahr und brachte 2 Söhne hervor. Aktuell feiert Verona 25-jähriges Berufsjubiläum als
Ja, als was genau eigentlich? Ja. Als was genau eigentlich? Wie würden Sie das denn beschreiben? Was können Sie besonders gut? Also, es ist ja sozusagen die Frage, was machst du eigentlich genau? Ne? Da denkt man erst mal, warum fragt man mich sowas? Auf der anderen Seite, in dem Moment, wo ich antworten will, denke ich, gute Frage. Also ich würde sagen, ich bin ein erfolgreicher Unterhaltungsfaktor und in dem Sinne, dass die Leute auch über viele Jahre an mir Spaß hatten. Also es ist ja so, dass meine ganzen kleinen Dativschwächen und so natürlich keiner vorher geschrieben hat. Da gab es ja kein Drehbuch drüber. Und ich habe ja auch nur vier Worte verwechselt. Ihm und dem und den. Das kann ich bis heute nicht. Das hört sich für mich gleich an. Und daraus wurde damals so eine Welle und so viel Spaß mitgemacht. Und als der Werbespot, da werden Sie geholfen, gedreht wurde, der war ja damals sehr, sehr erfolgreich. Da haben die mir sogar im deutschen Duden wurde das eingetragen als Redewendung. Aber Sie haben ja eigentlich keine Dativschwäche, oder? Also ich habe gerade keine gehört. Sie kokettieren ja schon so ein bisschen mit dem Image, oder? Wenn ich ehrlich bin, nicht. Weil ich habe schon immer so gesprochen wie heute. Es gibt kein Interview, wo ich gesagt habe, die Sofa ist aber schön oder ja, der Kleid, den ich anhabe. Das habe ich nie gesagt. Ich habe ja nur ihm und den verwechselt. Aber als ich die Sendung Piep moderierte, entstanden ja ganz andere Probleme. Ne? Man hatte mit mir nicht geprobt. Ich hatte über Nacht eine Sendung und stand da, 6 Kameras. Und man sagte wirklich beiläufig, da wo Rotlicht ist, geht's an. Und ich, herzlich willkommen. Und meine Augen suchten verzweifelt die Kamera bei Piep. Als ich sie dann endlich gefunden hatte, die Kamera. Und dann dachte man, die Kleine hat doch einen Schuss. Und so entstand das Image, dass mit mir was nicht stimmte. Aber ich habe immer die Kamera gesucht. Gut, ein Jahr, das war vielleicht blöd. Fangen wir einfach noch mal ein bisschen vorher an. Ich glaube, nach der Kurzzeitehe, über die ja viel gesprochen wurde mit Dieter Bohlen, das müssen wir hier nicht noch ergänzen, und all das, was danach kam, ich glaube, das ist vielen hier präsent. Was aber viele nicht registrieren, ist, dass ihr Leben davor ja sich auch nicht nur im Verborgenen abgespielt hat. Sie haben es schon angedeutet. Mit 15 wurden Sie schon von einem Modefotografen und Werbefotografen angesprochen. Mhm. Sind da zum Shooting, waren da Ihre Mutter und Ihr Vater eigentlich dabei? Also mein Vater war Ingenieur, meine Mutter war Friseurin und sie hatte einen Friseurladen und meine Eltern waren geschieden. Ich glaube, ich war damals 9. Ich lebte in Hamburg, das ist ein Bild von meiner Mutter. Mhm. Und und ich bin schon sehr konservativ groß geworden, weil meine Mutter auch sehr katholisch war, sehr konservativ. Sind Sie bei der Mutter dann aufgewachsen? Ja, aber meine Eltern haben sich so getrennt, dass mein Vater nicht wirklich weit weg wohnte. Und ich hatte einen ganz tollen Papi. Und der hatte einen sehr guten Humor. Und ich habe eigentlich insofern eine schöne Kindheit gehabt. Aber ich war natürlich das typische Scheidungskind. Meine Mutter Südländerin, mein Vater Deutscher. Und ich habe sehr oft die Schulen gewechselt. Und dann fragt man mich oft, warum? Das war einfach nicht die. Ich hatte nicht so ein Zuhause. Komm, Schatz, hol mal die Hausaufgaben raus. Wir gehen das jetzt mal durch und so. Sondern ich war sehr früh auf mich alleine gestellt. Aber meine Mutter legte wahnsinnig viel Wert drauf auf so eine bestimmte Art von Benehmen. Sie war sehr konservativ und ich hatte immer die kürzesten Kleider an, die ausgeschnittensten Kleider. Das sah sie gar nicht so eng, weil Latinos sind halt so. Das Aussehen ist nicht so wichtig. Das darf ruhig sexy sein. Das Benehmen ist viel wichtiger. Also, und in dieser Zeit in Hamburg, was sie eben meint mit den Fotografen. Da war ich wirklich sehr mit kurzen Jeans, mit den langen Haaren, gerade mal 19, zum Teil auch damals noch 16. Da bin ich so um 10 Uhr zu einem Fotografen gutgläubig gefahren. Und der, ja, ich habe hier ein Studio aufgebaut und dann stand ich da. Und dann sagte er, vielleicht das ganze Bild noch mal ohne T-Shirt. Und ich, nee, das ist eine ganz blöde Idee, weil ich sah schon meine Mutter vor mir. Und dann, ja, das haben aber schon ganz andere Stars gemacht. Und dann meine ich, nee, ich nicht, ich bin ein bisschen verklemmt und ich würde jetzt auch gern wieder gehen. Und ich war immer anders, als ich aussah. Und ich habe damals als Trick immer eine beste Freundin mitgenommen und schon immer vorweg gesagt, falls der uns nicht gehen lässt, falls er wieder anfängt, so komische Bilder zu wollen, dann sagen wir einfach, mein Vater ist unten im Auto und wartet. Ne, und so war ich dann halt sehr kreativ und es hat mich ja keiner eingeschlossen. Mhm. Aber den Versuch, ich habe mal gesagt, ich glaube, 20 Jahre hat jeder an diesem T-Shirt gezogen, aber es gibt bis heute keine Nackt- und Aktfotos. Dabei war der Playboy ja gerade in der Branche der Stars auch einfach
zum Teil ein Ritterschlag. Ne? Es war ja auch manchmal ganz toll. Man bekam eine gute Gage und man war ja nicht verrufen, aber ich habe es ausgelassen. Schon weit vor Dieter Bohlen ging es ja dann auch weiter. Sie haben so mit Anfang 20 auch an Schönheitswettbewerben teilgenommen, sehr erfolgreich, waren Miss Hamburg, Miss Germany, wie hieß es nochmal in Amerika? Also Miss EC World und ja. Danach bin ich noch Miss American Dream geworden. Und genau, ja, Gratulation. Haben die Schärpe von Donald Trump bekommen. Nun denkt man sich ja, ach Mensch, da stellen die sich hin und müssen schön sein. Wie haben Sie auch für den Erfolg gearbeitet damals? Also ich fand Aussehen in der Zeit, jetzt bin ich 49, damals war ich irgendwie um die 20, das ist ja nochmal ein Unterschied. Und ich war einfach, wie ich war. Man kann ja Bilder zurückgehen, ich war nie viel anders als heute. Das ist einfach manchmal die Mode, aber ich bin so irgendwie so geboren worden und bin so losgelaufen. Und ich habe dann erkannt, dass man mit meinem Aussehen auch Geld verdienen kann, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie den Satz gesagt in meiner ganzen Karriere, mein Aussehen ist mein Kapital. Ich finde, das ist also nicht das, wonach ich strebe, einfach nur gut auszusehen. Ne? Ich finde, mein Kapital ist das, was ich rede, was ich von mir gebe und vielleicht auch ein bisschen dieses über mich selber lachen zu können. Als ich zu den Misswahlen ging, komischerweise habe ich selbst damit viel gepunktet. Also es gibt ja immer zum Finale irgendwann mal Interviews. Und je lustiger die Antworten waren, umso mehr Punkte bekam ich und es gab wirklich einige Misswahlen in Amerika, weil mein Englisch war damals nicht so gut, da ich 5-mal die Schule gewechselt habe, hat natürlich auch keiner wirklich darauf geachtet. Und ich habe immer auf Spanisch gebaut. Ich spreche ja sehr gut Spanisch, bin zweisprachig aufgewachsen. Aber es nützte mir das Ganze in Amerika und dann waren die Interviews dementsprechend auch sehr, sehr lustig und weil alles auch einen kleinen Schuss hatte, ne? So wie im Deutschen im Grunde genommen. Und da haben viele mir Punkte gegeben und hinterher immer gesagt, das Mädchen ist witzig. Also, das war viel auf einmal wertvoller als bei 100 Frauen. Die sind alle hübsch, ne? Wo soll man da wem wählen? Sie haben ja diesen Unterhaltungsfaktor angesprochen. Also gut auszusehen, zu wissen, wie man sich auch entsprechend darstellt, aber dazu auch schlagfertig zu sein, über sich selbst lachen zu können, einfach die Leute zu unterhalten. Heißt es war eigentlich zu der Zeit all das da, mit dem Sie heute auch noch spielen? Ja, weil manchmal sagen manche zu mir, oh Freunde, so, wie du dich entwickelt hast. Ne? Wie waren denn so deine ersten Interviews? Und dann sage ich ganz ehrlich, nicht viel anders. Und es ist ja alles archiviert. Ne? Ich könnte das ja jetzt nicht so sagen. Aber wenn man so ganz alte Interviews von mir raushört, bin ich gerade mal 21. Es ist nicht ganz anders wie heute. Ich war tatsächlich mir ähnlich wie heute. Ne? Wie viel Narzissmus, Egoismus, Ellenbogen brauchen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und auch im Entertainment lange überleben wollen? Ohne Ellbogen geht's, aber ohne Narzissmus nicht. Und dann ist es noch ein Glück, wenn es ein wenig Narzissmus ist. Ein wenig Narzissmus nehmen wir uns gegenseitig, glaube ich, nicht übel, weil es ist besser, wenn ein Mensch sich ein bisschen mag, als wenn er sich gar nicht mag. Es ist ein friedlicherer Mensch. Und insofern eine Lanze für den Narzissmus. Aber wir leben jetzt in Zeiten, wo man vorsichtig werden muss mit Narzissmus. Denn einige übertreiben es vehement. Und wenn ein Mensch in der Öffentlichkeit steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch für wachsenden Narzissmus. Denn die Öffentlichkeit scheint das zu honorieren oder scheint das zu vergeben, sagen wir mal so. Sei es drum, er sagt dir was Schönes, er sieht auch gut aus oder sie sieht gut aus, dann nehmen wir das halt in Kauf mit dem Narzissmus. Nun ist es ja so, die Menschen sehen in Ihnen diesen Unterhaltungsfaktor, Sie sind schillernd, aber Sie erleben natürlich auch das, was wir alle erleben im Leben, auch andere Seiten. Ihre beiden Eltern sind mittlerweile gestorben, Ihre Mutter war dement. Wie schwer ist es für Sie denn in solchen Situationen, dann rauszugehen und die fröhliche Verona sein zu müssen? Also der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm und meine Mutter war mir auch auf eine Art sehr ähnlich, genau wie mein Vater. Als der gestorben ist im Krankenhaus, hatte der auch wirklich noch echt einen guten Humor, obwohl es ihm sehr, sehr schlecht ging. Und ich war damals schwanger und er wollte das nicht, dass ich traurig bin. Und Franjo sagt heute noch, dein Vater war echt cool, meint er, da zieht er echt den Hut vor, mit welchem Mut er eigentlich in seiner Situation uns noch zum Lachen gebracht hat, gut gelaunt war.
und wirklich einige Witze gemacht hat, unglaublich. Und meine Mutter, die war von Natur verrückt, sage ich mal immer so ein bisschen. Das war so eine Pippi Langstrumpf-Mama, sehr konservativ, sehr strebsam, immer erfolgreich, aber auch sehr witzig. Und ich weiß noch, Franny und ich haben sie besucht. Ich war immer ganz aufgeregt, weil sie inzwischen auch wirklich die Demenzkrankheit hat, natürlich auch ihre Spuren hinterlassen. Und dann stehe ich mit Franny mit so Blumen, Franny hatte sich so schick gemacht. Ich dachte, Mamita, wir sitzen. Und sie, wer? Und ich. Ja, ich und Franjo. Und sie, hä? Und beim dritten Mal meint sie, ihr zwei Idioten, meint ihr, ich erkenne euch nicht? Und dann haben wir uns kaputt gelacht. Und dann meinte sie, ja, wo sind die Blumen? Ne? Und die Demenzkrankheit kann auch so derb sein. Ne? Also es ist dann nicht immer alles so kuschelig und schmusig. Da hat sie schon manchmal einfach nur noch mit Franjo gesprochen. Ne? Und wenn ich was erzählt habe, hat sie mir so Zeichen gegeben, so im Hintergrund. Ich würde so praktisch ohne Punkt und Komma reden. Ja, und ich bin dann oft mit Tränen raus und war ganz aufgeregt. Mal waren die Kinder dabei, dann kamen diese Witze von ihr. Manchmal haben mir auch die Ärzte einfach erzählt, dass sie gesundheitlich wirklich nicht gut drauf ist. Ja, und dann, die war ja eh so klein, sie sah aus wie ich in klein schon immer, sie war nie groß und dann wurde sie immer kleiner und feiner, ich glaube, sie wog nur noch, also wirklich vielleicht 40 Kilo. Und dann habe ich gedacht, das ist die Frau, die mir so viel beigebracht hat, die so viel Power hatte immer, ne? Die sich nie die Butter vom Brot nehmen lassen hat, also obwohl sie so klein war und nie perfekt Deutsch gesprochen hat, die ging immer vorwärts. Ne? Sie hat auch immer zu mir gesagt, geht nicht, gibt's nicht. Mhm. Und als sie das erste Mal ganz groß im Fernsehen war, da war ich ganz stolz und mein Vater mit der deutschen Mentalität, ganz toll, Veroni, super. Und meine Mutter, und was haben wir nun davon? Was ist mit morgen? Und ich, weiß auch nicht. Dann meinte sie, ja, das ist ja kein Beruf. Ne? Was hast du denn jetzt davon? Und meine Mutter war immer so, zack, zack, und auf einmal saß sie da. Und natürlich wusste sie oft auch nicht genau, was sie redet, aber es war irgendwo traurig. Aber denn doch, bei den Südländern wird das anders aufgenommen. In der Geschichte hat sie immer noch einen rausgehauen, kann ich nicht anders sagen. Mhm. Und sie hat mich immer noch aufgezogen und so ein bisschen das Kommando behalten. Ne? Weil selbst wenn die Kinder kamen und wir alle sie besucht haben, war das nicht immer so schön. Es war oft traurig. Ich habe auch viel, viel geweint. Aber noch am meisten war ich traurig, wo es anfing. Mhm. Weil dieser Übergang von der Person, die ich kannte, zu dem bisschen wieder wie ein Kind zu werden, das war eine Zeit, die habe ich lange nicht verstanden. Das war nicht einfach. Später ging es. Und wenn Sie in so einer Situation dann zu einem Fototermin gehen müssen und Sie sind gerade traurig und dann heißt es, Verona, komm, zeig, hier, wo ist das Lachen? Was machen Sie dann? Also ich gehöre zu den Menschen, ich habe ja tatsächlich auch schon zweimal, glaube ich, im Fernsehen geweint und da hat man sich so einen Kopf gemacht, warum weint man im Fernsehen? Wir weinen alle dann, wenn wir etwas anfangen zu erzählen, was uns bewegt, am Anfang nicht, da glauben wir, wir haben das im Griff, aber die Worte erinnern einen und dann auf einmal kommen die Tränen. Für mich ist das so, ich weine sehr schnell, ich lache sehr gerne, also auch sehr schnell, ich habe viel Temperament, man kann sich top mit mir streiten, aber eine halbe Stunde später ist auch wieder gut. Ich bin zum Beispiel nicht nachtragend und so war mein Leben, wenn es traurig war. Dann war es traurig, dann reiße ich mich zusammen, das hat meine Mutter mir auch so beigebracht. Und dann habe ich mich nicht versteckt oder verkleidet, sondern ne, dann habe ich mich zusammengerissen und gesagt, super, ich habe heute einen tollen Job, ich verdiene wieder mein eigenes Geld, ich treffe gleich tolle Leute. Und ein, zwei, die man näher kannten, die haben gesagt, guck's ein bisschen traurig. Ich habe gesagt, ich erzähle ja später. Aber das hat mir viel mehr geholfen, als alleine zu Hause die Vorhänge zuzuziehen und da reinzuschniefen. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du traurig bist, lad dir zwei Freunde ein, du wirst sehen, in einer halben Stunde geht's wieder. Und das stimmt bei mir. Ne? Also mich muntern Menschen auf. Nun reden wir heute über den Weg zum Erfolg. Mhm. Und Sie haben ja schon beschrieben, was Ihnen das auch gibt. Aber wenn Sie noch mal beruflichen Erfolg nehmen und sagen würden, was suchen Sie darin? Ist es Bestätigung? Ist es das Geld? Ist es Aufmerksamkeit? Was gibt Ihnen das genau? Also auch wieder meine Mutter, aber so war es halt in der Erziehung, dieses unabhängig zu sein. Sie hat immer zu mir gesagt, wenn du dein eigenes Geld verdienst, musst du auch auf niemanden hören. Und um meine kurze Ehe anzusprechen, habe ich es ja bewiesen. Ich bin ja nach 4 Wochen gegangen, weil ich mir nichts sagen lassen musste. Aber sehr viele Menschen leben in einer Situation, weil sie finanziell nicht die einen haben keine Chance, das ist eine andere Geschichte, aber die anderen haben nichts aus ihrem Leben gemacht. Und je älter man wird, verändert sich das Leben durch Kinder, durch verschiedene Situationen. Und ich hatte immer die Idee, ich möchte mir von niemandem was sagen lassen im Sinne von, das ziehst du nicht an, da gehst du nicht hin, da schläfst du nicht und jetzt kommst du nach Hause und der nächste Urlaub ist gestrichen. Ich habe immer gedacht, ich werde ja mit den Jahren immer erwachsener und nicht zurück wieder zum Kind. Und ich wollte meine Unabhängigkeit haben. Und die schönste Unabhängigkeit
ist nicht, dass Geld grenzenlos sein muss, aber wenn man sein eigenes Geld verdient, dann kann man auch eigene Entscheidungen treffen. Sonst ist man ganz abhängig von jemand anders und das ist nicht gut. Jetzt frage ich mich, Sie haben das schon angedeutet. Das eine, wir haben jetzt zweimal Erfolg in der Öffentlichkeit gehört, aber es gibt auch Krankenschwestern. Es gibt Sachbearbeiter im Büro. Es gibt Busfahrer. Haben die kein erfolgreiches Leben? Nicht jeder Mensch ist darauf geeicht, dass er unbedingt Erfolg haben muss. Also wenn man mal jetzt den kleinen alltäglichen Erfolg... Aber sind das nicht Erfolge, so ein Leben zu führen? Wenn man mal den kleinen alltäglichen Erfolg beiseite lassen, dass der Busfahrer vielleicht ganz froh ist am Abend, wenn er unfallfrei durch die Stadt gefahren ist, zum Beispiel. Das sind auch Erfolge. Und ich glaube, gerade im beruflichen Bereich, aber auch im privaten Bereich, ich möchte gerne ein sehr guter Vater sein. Wollte ich immer und habe ich mich immer bemüht, jedenfalls. Das mögen meine Kinder beurteilen. Und das ist ein wunderbares Gefühl, das Gefühl zu haben, ich mache etwas sehr gut. Ich meine nicht perfekt. Exzellenz ist nicht Perfektion. Aber Pfleger zu sein, momentan spielen Pfleger aus guten Gründen eine sehr wichtige Rolle. Wir brauchen mehr davon, wir brauchen qualifizierte Menschen. Und ein Pfleger, der am Abend sich sagen kann, die Situation habe ich gut bewältigt und vielleicht das noch gesagt bekommt von einem Kollegen und eventuell sogar von Chef und Chefin noch, danach dürsten Menschen geradezu. Das sind Erfolge, die für jeden Menschen eine Rolle spielen. Sie nicken, Herr Gabers? Ja, das Erfolgserlebnis muss da sein. Ja, und ich bin da auch von getragen. Ich finde das auch da, wenn ich meinen Weg sehe, den ich gegangen bin. Und mit dem, also ich habe ja eine Schäferei gehabt. Sie haben vorher ja auch Sie hätten auch ein erfolgreicher Landschaftsarchitekt werden können. Da habe ich das erste Mal versagt. Genau. Und heute, Sie haben das erste Mal da versagt. Warum? Ja, weil ich keine Menschen führen kann. Man hat studiert, man ist Ingenieur, man wird auf einen Posten gesetzt, man erwartet was von dir. Sie waren bei einer großen Firma. Einem der renommiertesten Architekturbüros Europas. So, ich konnte keine Menschen führen. Ich musste Leute entlassen und dann mussten irgendwelche Sachen, die schlecht gemacht wurden, wieder rausgerissen werden. Die Leute haben sofort gekündigt. Ich habe mich nicht wohlgefühlt dabei. Und Sie haben dann ja auch gekündigt, mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen. Ich habe gekündigt. 14 Tage später habe ich im Spessart Schafe gehütet. Oh, das war mal ein schneller Übergang. Und wie kamen Sie, also da der Landschaftsarchitekt in einer großen Firma und da der auf einer Schafweide steht und plötzlich dort ist, wie kam das innerhalb von 2 Wochen? Ja, weil ich das war eben bei uns, lief immer ein Schäfer rum, da bin ich dann immer, wenn ich so frustriert war am Wochenende, bin ich dann da hingegangen und dann hat sich da irgendwie so ein Wunsch entwickelt, das machst du. Und damals war es ja so, das war in den 70er Jahren, da hieß es noch, dass also die 68er Jahre waren vorbei. Und das Aussteigen aus der Leistungsgesellschaft, was anderes zu machen, das war ganz in damals. Mhm. Und das hat mich natürlich dann auch noch beflügelt. Wenn wir jetzt einige Bilder von Ihnen sehen, auch als Schäfer, Sie haben ja einen großen Bullen von 500 Kilo, Sie haben 2 Schweine, Sie haben 50 Schafe. Man stellt sich das so romantisch vor. Wie sieht Ihr Alltag denn aus? Sie sehen hier auch einige Bilder davon. Ja, also es war ja erstmal so, jetzt rette ich Tiere. Ja. Vorher habe ich sie getötet. Also ich bin erstmal froh, dass ich diesen Spagat machen konnte, diese Entscheidung überhaupt getroffen habe. Vom Tiermörder, sag ich mal so, zum Tierretter. Mhm. Und da war ja dieser Schmusi, der da eben gezeigt wurde, dieser Bulle, der einen Menschen fast tot gemacht hat. Der sollte getötet werden. Und ein paar Stunden vor der Hinrichtung konnte ich ihn retten. Vorher haben Sie ja gesagt, waren Sie Schäfer und Sie haben auch davon gelebt, dass Ihre Tiere irgendwann geschlachtet wurden. Sie waren auch erfolgreicher Schäfer, Sie haben Lehrlinge ausgebildet, Sie sind sogar deutscher Meister gewesen im Schafescheren. Ja. War das eine Zeit, in der... Ja, also. Ne? Aber war das eine Zeit,
in der Sie quasi den Ehrgeiz aus Ihrem alten Beruf nur in den neuen übertragen haben? Das war genau richtig. Mhm. Ich bin da quasi in eine Falle gelaufen. Mhm. Ich musste als Architekt Hochleistung bringen. Und diese Hochleistung, die wurde gleich weitergegeben in den Schäferberuf hinein. Und wie sind also, Sie da rausgekommen aus der Falle? Das war eine psychische Belastung, eben indem ich die Tiere nicht mehr töten konnte. Mhm. Ich habe gemordet, also ich sage, heute rede ich von Morden. Mhm. Wir haben sie ermordet, die Tiere. Und ich habe gemerkt, dass sie irgendwie ein Leben haben, dass sie einen Charakter, dass sie eine Seele haben. Und dann kommt diese Frage, ich habe das Messer in der Hand, stelle die Frage und das Tier guckt mich an. Und beide stellen die Frage jetzt, warum? Warum muss ich jetzt dieses Tier tot machen? Und dieses Tier fragt mich, warum muss ich jetzt sterben? Als quasi gleichrangiger Gegenüber. Ja, den genau. Sie, so, und das hat mich dann eben auch, ja, ich habe dann getrunken, um die Hemmschwelle abzubauen vorm Töten. Mhm. Und das war kein Dauerzustand. Meine Freundin fragte mich damals, ob ich sie noch mit meinen blutverschmierten Händen anfassen möge. Mhm. Das hat gesessen. Mhm. So, und dann kam dieses Ding mit dem Bullen oder das etwas früher schon. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte nicht mehr töten und ich musste was anderes machen. Also dieses, und dann ja, habe ich eben ja, Tiere gerettet und bin genau, oder ich habe dann, es ist in mir so hochgekommen, du musst jetzt Tiere das wieder was gut machen an den Tieren. Du hast Leben vernichtet und jetzt musst du wieder was gut machen. Und das mache ich jetzt. Und jetzt bin ich total befreit. Es ist Wahnsinn. Das kann man sich nicht vorstellen. Ist schön, ja, das so zu hören. Ja. Sie bekommen ja auch Spenden, aber die Spenden, ja, gehen nicht an Sie, sondern damit quasi ernähren Sie dann, ja, auch die Tiere. Ne? Wir haben einen Verein gegründet, Lebenshof am Mühlenbach. Und wir möchten einfach nur von Spenden leben, um auf das Bewusstsein oder um auf das Elend der Tiere hinzuweisen. So, und auch also inklusive Haltung und Schlachtung und das alles, was damit zusammenhängt. Es werden jedes Jahr noch mal eben 60 Millionen Schweine, ich rede nicht von Schlachten, ich rede von Mord. Wenn ich meine beiden Schweine sehe, die ich habe, dass die sind wie Menschen. Und das muss einfach, jetzt kommt, und oder ich sage das jetzt mal so, die Hunde und Katzen nehmen wir mit ins Bett, befriedigen unsere Gefühle an diesen Tieren, missbrauchen sie quasi psychologisch. So, und die anderen, die lieben Schweine, die sind genauso lieb wie der Hund, haben genau dieselbe Psyche. Die sperren wir ein in die Massentierhaltung oder in die Schlachthäuser. Man merkt ja, wie das Thema Sie antreibt. Gleichzeitig würden wir gerne ein bisschen mehr noch darüber erfahren, wie Sie jetzt leben. Wenn die Spenden jetzt alle an die Tiere gehen, haben Sie da eine kleine Hütte oder beschreiben Sie mal, wie leben Sie? Ich wohne im Bauwagen. Ich hab zwar ein Haus, da sind keine Fenster drin, aber ich habe einen Bauwagen. Da wohne ich drin und am liebsten bin ich bei den Tieren. Ich bin am liebsten Tag und Nacht bei den Tieren. So die Ängste, die ich jetzt habe mit meinem Bullen, den Schmusi. Mhm. So der kann... Der, mit Schmusi heißt er. Ja, der heißt Schmusi. Mhm. So der kann... Der Bulle Schmusi. Wenn wir jetzt bei Schmusi sind, wie ist denn eigentlich mit Frauen? Passen die in das Leben? Wo, bei mir? Ja. Ja, es sieht im Moment so aus, dass ich bei den Tieren bin. Diese Brutalität, die der Mensch den Tieren, also sich den Tieren gegenüber offenbart, die lässt mich in eine Seite reingehen, also auf, dass ich mehr Sympathie mittlerweile für die Tiere habe als für die Menschen. Wenn wir das jetzt das mal, ist eine ganz, ja, schwierige Sache, aber es ist emotional so. Ich kann es nicht ändern. Wir reden ja auch über Leistung, über Erfolg und so weiter. Glauben Sie denn, wenn Sie dort leben, in Ihrem Bauwagen, haben den Blick auf die Tiere und gucken sich die andere Welt an, glauben Sie, dass das alles in eine falsche Richtung geht hier momentan? Diese gesellschaftliche Entwicklung, also absolut, total. Total. Allein schon nur, wenn ich an den Klimawandel, wenn das wirklich stimmen sollte, was die Meteorologen uns sagen, was auf uns zukommt bezüglich des Klimawandels, dann muss man sagen, hat
philosophisch gesehen die Menschheit versagt. Was ist für Sie ein erfolgreicher Tag? Wenn abends meine Tiere, wenn ich sie alle beobachten kann, abends die Runde mache und sie sind alle zufrieden, die Tiere. Und das merkt man also am Sättigungsgrad. Also die Tiere, da geht es ja hauptsächlich um, dass sie satt sind abends. Die haben also, sind einfach gestrickt, wollen fressen. Tier will fressen, fressen, fressen. So, und das ist, entspricht auch ihrem Naturell. Und das lasse ich auch. Ich will da nicht schmusen mit denen. Wie andere Leute mit ihren Hunden und Katzen darum schmusen, das ist nicht meine Welt. Ich möchte meine Tiere, die ich habe, es sind ja so, die sogenannten Nutztiere, es sind keine Streicheltiere. Und die sollen ihrem Naturell entsprechend sich wohlfühlen bei mir. Dann hoffen wir, dass wir in diesem Sinne viele erfolgreiche Tage noch erleben. Ja, ja, danke, dass Sie da sind. Jetzt hat man, wir reden so viel über Erfolg und beziehen das immer auf uns. Ich habe den Eindruck, bei Ihnen ist Erfolg auch etwas für andere zu tun, in dem Fall für Tiere. Ist das eine besondere Qualität von Erfolg, wenn man für andere was bewirkt? Ich glaube, ich werde schon fast zum Vegetarier. Wenn ich diese Geschichte höre, das gibt mir auch einiges zu überlegen. Das kommt auf den jeweiligen Menschen an. Ja. Die einen Menschen haben das Gefühl, erfolgreich zu sein, wenn sie für sich was tun. Und andere haben das Gefühl, erfolgreich zu sein, wenn sie was für andere tun. Ich glaube, wenn es um Eltern geht, ist es durch die Bank so, dass Eltern, wenn sie sehen, dass die Kinder heranwachsen und in der Schule einigermaßen gut sind und einigermaßen ins Leben kommen, dann fühlen die Eltern sich erfolgreich, obwohl es um das Leben der Kinder geht. Das, was mir bei anderen ansonsten noch am Herzen liegt, wenn wir über den Weg zum Erfolg sprechen, was häufig übersehen wird, was aber, glaube ich, jeder weiß, der auch nur ein bisschen Erfolg hatte, wir sind niemals allein erfolgreich. Das heißt, niemand ist erfolgreich aus sich selbst heraus, sondern immer mit der Unterstützung von anderen. Das übersehen wir vor allem dann, wenn wir sehr erfolgreich sind, übersehen wir das, habe ich gemacht, meine Leistung, meine Intelligenz und so weiter. Aber das stimmt niemals, es sind immer andere im Spiel. Verändert sich der Charakter mit dem Erfolg? Das ist ganz sicher eine Gefahr, ja. Das sollte niemand unterschätzen. Ich meine, Sie sind ja sehr erfolgreich. Hat sich Ihr Charakter verändert? Ich habe, wie Frau Poth, auch eine Familie und die erdet immer. Das stimmt. Das ist ganz sicher die beste Gegenmaßnahme, die man früh ergreifen sollte, wenn die Gefahr besteht, erfolgreich zu sein. Dann sozusagen als Remedium. Als Remedium schon mal eine Familie gründen. Familiengründung ist schon mal per se ein Erfolg unter gegenwärtigen Bedingungen. Und dann ist man einigermaßen abgesichert. Ansonsten, die Gefahr ist groß, ja, charakterliche Veränderung. Und die Gefahr ist groß, Frau Flint hat das vorhin auch angesprochen, wenn es öffentlicher Erfolg ist, sichtbarer Erfolg, das heißt, Menschen schauen einen an und sprechen einen auch an und denken an einen. Und das löst bei dem Menschen, der davon betroffen ist, das Gefühl aus, ich komme mir abhanden. Und das ist kein lustiges Gefühl, das Gefühl zu haben, andere erheben Anspruch auf mich. Andere denken, sie hätten Besitzansprüche an diesem Erfolg oder an diesen Filmen oder an diesen Büchern. Aber Misserfolg also, erfreut einen ja auch nicht. Ne? Wenn man jetzt Misserfolg hat, das Gegenteil, dann ist das ja auch für einen sehr belastend. Egal, was man sich vorgenommen hat, das finde ich noch belastender, als mit dem großen Erfolg umzugehen. Also in der eigenen Bilanz, ne? Ist ja die eigene Entscheidung. Ab wann bin ich erfolgreich, ab wann habe ich Misserfolg? Aber ich gehe lieber mit zu viel Erfolg rum und mache mir darüber einen Kopf, als über meinen Misserfolg. Das finde ich noch viel belastender. Sagen wir mal so, Misserfolg ist Mist. Und deswegen, Erfolg ist so wird das mit Mist geschrieben, Misterfolg. Okay. Frau Flint, noch mal. Ich finde, der Erfolg macht viel glücklicher, wenn man den anderen, die mit beteiligt sind, das auch öfter mal sagt und dass wir das gemeinsam machen, dass ich ohne dich das gar nicht hingekriegt hätte. Und dann motiviert man auch die Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Es ist ja immer ein Teamwork, wenn man richtig viel arbeitet. Und wir haben alle wahnsinnig viele Leute, die da zuträglich sind, dass das überhaupt funktionieren kann.
Und insofern finde ich immer ganz wichtig, dass man, dass einem klar ist, dass der Erfolg, dass man sich eigentlich ganz allein gar nicht daran erfreuen kann, am besten mit anderen zusammen und auch den zusammen schaffen. Mit wem teilen? Ja. Mit wem? Frau Rebschläger, wenn Sie ein Erfolgserlebnis hatten, mit wem teilen Sie das dann am liebsten? Ja, das kommt jetzt ganz drauf an. Also Erfolg macht glücklich. Wer glücklich ist, hat Erfolg. Das ist auch etwas, was nach sich zieht. Das ist unterschiedlich. Ich freue mich am allermeisten an anderen ihrem Erfolg. Wenn was gelingt, wenn was geklappt hat. Wenn man vorher unterstützt hat, motiviert hat, mit am Telefon oder direkt oder wie auch immer. Also mich macht der Erfolg von anderen, ich glaube, doppelt glücklich. Ob es in der Familie ist oder im Job, das ist egal. Lernen wir Sie ein bisschen näher kennen. Sie kommen aus Appenweier bei Offenburg. Sie sind aufgewachsen mit drei Geschwistern, haben auch Hauptschulabschluss gemacht, haben dann eine Lehre gemacht. Ja. In welchem Bereich noch mal genau? Ich habe Fleischerei-Fachverkäuferin gelernt. Haben die auch erfolgreich abgeschlossen? Ich muss dazu sagen, ich habe... Ja, es gibt einige thematische Überschneidungen hier. Sie haben in dieser Zeit auch Ihren Ehemann kennengelernt. Ja. War auch im Nachhinein ein Erfolg, kann man ja auch ja, so sicher, sagen. Ja, klar. Sicher. Und Sie haben dann 9 Jahre auch im Supermarkt an der Kasse... Nein. Ich war 9 Jahre in der Metzgereiabteilung. Ah, okay. Ich war Erstverkäuferin, so hieß es damals, und habe also die Abteilung geleitet. Habe dann auch, da macht man ja im Einzelhandel, macht man ja die einzelnen Abteilungen durch. Habe dann auch die Lehrlinge praktisch immer 3 Monate zur Ausbildung gehabt. Es war schon eine spannende Geschichte. Also Sie haben dann 9 Jahre noch mal gearbeitet, ja, auch im Betrieb. Ja. Dann haben Sie das erste von 3 Kindern ja, bekommen und dann war erstmal Schluss mit dem Arbeiten. Ja, war das klar damals? Also oder? Für mich war das klar. Mhm. Also wenn Kinder, dann Hausfrau und leidenschaftliche Mutter mit allem drum und dran. Das war für mich wichtig, weil auch unsere Eltern uns daheim versorgten und also Kindergarten gab es dort schon, aber noch nicht so wie jetzt heute. Wie schwer war das auch einen Job zu finden als junge Mutter, wenn Sie überhaupt gewollt hätten? Ich hätte sofort wieder arbeiten können, ja, aber dann am Nachmittag und das wollte ich ja nicht. Ich wollte wieder Kinder bleiben, ich wollte sie morgens wecken, wenn sie in den Kindergarten oder in Schulen müssen. Ich wollte sie nicht irgendwie rausprügeln, jetzt mach geschwind und Zeitdruck und so, sondern Es war einfach schön, die 3 aufwachsen zu sehen. Es war einfach schön, sie zu begleiten, ob sie jetzt zum Fußball, zum Tanzen, zum Singen. Ich weiß, dass mein Mann ganz bestimmt ab und zu neidisch war, wenn ich ihm erzählt habe, boah, das war so toll. Ja, das. Ja, aber ist es das nicht? Wir reden immer so über den äußerlichen Erfolg, aber morgens schwimmen zu gehen oder spazieren zu gehen oder die Kinder einfach plappern hören, sind das nicht die wahren Dinge eigentlich, die uns viel, viel mehr berühren im Endeffekt? Ja, unbedingt. Also ich bin ganz sicher keiner, der predigt, alles muss positiv sein. Jeden Tag musst du immer nur Freude haben. Das gelingt niemandem und da wollen wir mal langsam aber sicher nicht mehr lügen darüber. Das ist nicht Leben. Leben ist Polarität. Das heißt, wir freuen uns, wir ärgern uns. Wir machen gute Erfahrungen, wir machen schlechte. Wir haben Erfolg. Und sei es der kleine Erfolg, wie gesagt, Frühstück. Und wir haben Misserfolg, dass eben irgendwann untertags doch was runterfällt und was schief geht. Daraus ist das Leben komponiert. Und wenn wir uns auf diese Basis einlassen, dann leben wir leichter. Wie sind Sie dann an den Job bei Tupperware gekommen? Aus Versehen. Aus Versehen. ich war so damals, also die Sonja war damals 1,5, ja. Und eine Arbeitskollegin von meinem Mann hat mich zur Tupper-Party eingeladen. Mich. In dieser Clique. Ja, da gehst du hin. Ist eine Einladung, da gehst du hin. Zum Abschied, mein Mann hat dann an der Tür gesagt, Geldschatz, du weißt, wir haben kein Geld. Ja, das habe ich gewusst. Ich bin aber trotzdem zu der Party, weil ich wollte auch so ein bisschen zu der Clique gehören, weil Selbstbewusstsein war ja keins vorhanden. Da bin ich dahin. Ja, die Repräsentantin, also die Partymanagerin, die war sehr, ja, sehr sympathisch. Die hat die Produkte ganz toll erklärt. Und am Schluss stand fest, das wichtigste Produkt, was sie in der Hand hat, das hat damals in der Liste 56,90 € gekostet. Den brauchst du. Der heißt Superstar. Es ist für wirklich diejenigen, die Tupperware kennen, die wissen, von was ich rede. Es war wirklich für mich der ultimative Behälter für den Kühlschrank, um Gemüse, Salat und Obst frisch zu halten. Den wollte ich.
Sie haben gerade so in einem Nebensatz gesagt, Selbstbewusstsein keins vorhanden. Nein. Wie ging es Ihnen damals mit Ihrem Mann und Ihrer Familie? Sie haben auch angedeutet, finanziell lief es nicht so. Wie war denn Ihre Situation damals? Wir haben damals ein Haus gekauft. Mhm. Wir sind dann mit der ältesten Tochter in das Haus gezogen. Mhm. Ich bin dann, wie gesagt, nur noch Teilzeit berufstätig gewesen, wenn überhaupt. Oder ich war dann am Wochenende mit meiner Zwillingsschwester im Service unterwegs. Das war auch spannend. So, ja, war schon interessant. Ja, aber du hast eigentlich um jeden Cent oder Pfennig damals gekämpft. Mhm. Aber das war okay. Und wie war das dann, als Sie dann eingestiegen sind so langsam und dann auch selbst wieder was verdient haben? Also angefangen hat es dann mit der ersten, also die Beraterin hat mir dann das Jobangebot gemacht, ich soll Bituberware starten. Ich. Mhm. Sie? Ich. Sie. Ich kenne das Produkt nicht. Mhm. Ich kann nicht vor Leute hinstehen und reden. Sie sind ja dann Schritt für Schritt erfolgreicher geworden. Ja. Heute sind Sie Teamleiterin. Ja. Was hat das denn mit Ihnen verändert? Was hat das mit Ihnen gemacht? Wie hat Frau Poth vorhin gesagt, geht nicht, gibt's nicht. Also ich habe, es läuft nicht immer gerade, es läuft nicht immer bergauf. Mhm. Und das, ja, und ich habe mal war mal beim Reinhold Messmer auf einem Seminar und da hat mich megamäßig beeindruckt. Also das war dann, da hat die Geschichte erzählt, wie er einen Berg besteigt, wie er den Weg dahin, das Basislager, die ganze Organisation, das ist eigentlich unser Leben. Sie haben Erfolg, Sie sind dadurch selbstbewusster geworden. Gleichzeitig haben Sie ja auch noch weitere Rückschläge erleben müssen. Ihr Mann hat die Arbeit verloren, beim langjährigen Arbeitgeber wurde er entlassen, hatte einen Schlaganfall, ist jetzt in Rente. Wie geht es Ihnen denn heute finanziell? Wie sehr sind Sie heute unter Druck? Also ich bin nicht unter Druck. Nicht mehr? Nein, ich bin überhaupt nicht unter Druck. Mhm. Also wenn es bei uns an Arbeit daheim angestanden war, noch daheim, ja, mit allem drum und dran, egal was war, wir fangen am Anfang an und dann schauen wir, wie das mal kommen. Und am Ende, man sieht auch in der Halbzeit, sieht man ja auch schon das Ende. Und dann packen wir das. So haben uns unsere Eltern groß gemacht, ja. Ja. Und heute ist mir noch, ich habe mir einen neuen Job vermittelt. Gell? Er ist jetzt mittlerweile Eventmanager. Wer? Mein Mann. Ihr Mann? Ja, er ist Eventmanager. Er ist Küchenchef und leitender Angestellter. Immer kleine Familie unternehmen. Zeigt das nicht, wenn wir über Erfolg reden, es geht nicht nur um im Fernsehen erfolgreich zu sein oder irgendwas zu zeigen, als Sportler Goldmedaillen zu holen, sondern dass jeder für sich herausfinden muss, wo ist mein persönlicher Erfolgsweg, der passt? Ja, und da gibt es eine sichere Regel, der Sie offenbar gefolgt sind. Was fasziniert mich? Geh dem nach, was dich fasziniert. Denn was dich fasziniert, setzt enorme Kräfte in dir frei. Dann wirst du den schwierigen Weg gehen können, den jeder Erfolgsweg bedeutet, unweigerlich. Und früher oder später kommst du auch dahinter, war bei Ihnen offenbar auch so. Der Erfolgsweg ist eben kein Weg von hier nach da, sondern das ist etwas, was wir in Etappen einteilen sollten. Denn dann muss ich nicht gleich das ferne Ziel sehen, falls ich ein Ziel habe. Erfolg ist nicht nur ein Ziel erreichen, aber auch, wenn das für mich ein bestimmtes Ziel ist, wie kann ich das in kleine Häppchen einteilen? Wenn ich ein Buch schreibe, dann kann ich mich auch nicht hinsetzen und einfach das Buch schreiben. Das habe ich am Anfang gedacht, das geht einfach so, ja. Bis ich dahinter gekommen bin, es genügt, wenn du jeden Tag eine Seite schreibst. Eine Seite am Tag, machst im Jahr. Den Berg in Etappen einteilen, von dem eben, Sie gesprochen haben. Oder was Sie von Reinhold Messner gelernt haben, der geht ja auch nicht flugs einfach den Berg hoch, sondern der teilt sich das in Etappen rein. Der hat verschiedene Lager, in denen er sich wieder erholt und regeneriert. Ja, aber auch mal wieder einen Schritt zurückgehen, um wieder Anlauf zu nehmen, das erleben wir ja alle. Egal in welcher Situation, ob das in der Familie ist, ob das im Beruf ist, egal wo das ist. Und ich denke mir, dass man sich dann auch Hilfe sucht, dass man, ja, wenn jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, es läuft gerade nicht, ja, dann kann ich zu einer Person gehen, wo dann zu mir sagt, ja, klar, das läuft jetzt nicht, weil, dann suchst du Gründe. Da weiß ich ganz genau, da hole ich mir keine Unterstützung mehr. Ich gehe zu demjenigen, der Erfolg hat, sag ihm, dass es jetzt gerade nicht so klappt. Es gibt aber auch welche, die sagen dann, das Problem ist. Und wenn ich dann den Satz höre, das Problem ist, dann denke ich,
Jo, wer ist das Problem? Denk über den Tellerrand raus. Lass dich motivieren, hol dir Unterstützung und dann klappt's auch wieder. Und wenn's mal nicht so klappt, dann steht vor der Tür ein Auto und der Reifen nimmt mir's nicht krumm, wenn er mal einen Tritt abkriegt. Gloria Viagra, mit bürgerlichem Namen heißen Sie Michelle Gosewisch, ist richtig ausgesprochen. Wann sind Sie Michelle, wann sind Sie Gloria? Also in Wirklichkeit, glaube ich, tue ich das gar nicht so groß unterscheiden. Mhm. So, es gibt ja tatsächlich den Impersonator, der irgendjemand darstellt, oder es gibt tatsächlich auch Kolleginnen, die ganz viele Charaktere haben. Ich bin irgendwie einfach in die Gloria reingewachsen, auch mehr per Zufall. Und deshalb ist Gloria auch immer Michelle, Michelle ist auch immer Gloria. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Sie sind in Rheinland-Pfalz geboren. Ihre Eltern haben sich getrennt, da waren Sie noch ein Kind. Und dann sind Sie mit Ihrer Mutter zusammen nach Berlin, Berlin-Kreuzberg. Wann hat das angefangen, dass Sie auch gerne mal Frauenklamotten angezogen haben? Schon immer. Also das war wirklich, ich habe mit meiner Schwester schon, wir hatten so einen langen Flur, wir haben immer in WGs gewohnt. Das war auch so ein Grund, warum ich lange kein Coming-out haben wollte, weil ich immer dachte, sagen alle, dann ist ja kein Wunder bei deiner Erziehung, weil wir immer in WGs und so. Aber wir haben WG mit einem langen Flur und meine Schwester und ich schon immer Modenschauen gemacht. Ich habe mit langen Kleidern, irgendwie waren meine Nachthemden statt ein Schlafanzug und so. Also es war schon immer da auch. Und wurde aber auch komischerweise, obwohl wir so eine WG war, links groß geworden sind, nie wirklich drüber geredet. So, aber und wie ich dann irgendwann mal mit, ich glaube, 20 oder sowas das gesagt habe, ich habe mich in den Typen verliebt, ohne dass da was passiert ist, sagte meine Mutter, ja, das wusste ich schon. Wo ich dann auch dachte, Mensch, blöde Kuh, hättest du vorher was gesagt, hätte ich mehr Spaß gehabt. Irgendwie, also, oder früher, aber... Und als Sie dann wirklich rausgegangen sind, war dann auch der Weg zur Drag Queen nicht mehr weit? Ja, eigentlich schon. Also es kam dann relativ schnell, weil es ja wirklich, wenn man das dann endlich ausleben kann. Wir sehen jetzt auch noch Bilder von Ihnen in der Maske. Vielleicht können Sie uns beschreiben, was da genau passiert, wenn aus Michelle langsam Gloria wird. Naja, nu, das braucht einen Hauch Schminke. Ich muss erstmal den Mann wegschminken, die Base, damit ich dann die Frau drauf schminken kann. Man konturt natürlich, um ein bisschen die männlichen Züge aufzuheben. Und was hat Gloria denn, was Michelle nicht hat? Narrenfreiheit. Narrenfreiheit? Ja. Also ja, ich bin als Michelle natürlich sehr schüchtern. Also was heißt natürlich, aber ich bin sehr schüchtern. Das wissen wir ja. Ja, ja. Es wirkt auf den ersten Blick nicht so. Ja. Und also ich war immer relativ schüchtern. Ich hatte auch immer das Gefühl, ich bin so groß geworden, einfach akzeptiere alle irgendwie, sei nett zu allen, ich muss mich mit allen verstehen und sowas. Das hat sich dann irgendwann auch ein bisschen gewandelt, dass man jeden respektieren muss, aber nicht jeden lieben muss. Und ja, und das ist aber schon, dass ich als Mann deutlich oder als Michelle deutlich zurückhaltender bin irgendwie Dings. Und die Gloria ist mir dann auch, im Nachtleben ist es natürlich auch, dass ich Leute so dann natürlich sofort kennenlerne und Dings, und die ist mir dann natürlich auch ein bisschen Türöffner. Also ich bin dann auch gerne mal gesagt, du, ich bin's übrigens eigentlich, wenn ich nicht mehr im Fummel war und so, und habe dann so auch die Leute kennengelernt, die ich mich nicht getraut hätte anzusprechen. Was sagt Ihr Partner? Kommt er mit beiden gleich klar? Erkennt er da deutliche Unterschiede? Naja, hätte er es gewusst an dem Tag, wo wir uns kennengelernt haben, hätte er mich nicht kennengelernt, hat er gesagt. Aber ja, nein, er liebt die und auch die Vorzüge von Gloria mittlerweile, ja. Wenn Sie an den Erfolg denken, und Sie haben ja Erfolg, Sie sind bekannt, Sie legen in vielen Clubs auf, Sie haben viele Leute getroffen. Was suchen Sie in dem Erfolg? Na, was heißt suchen? Ja, ich bin ja manchmal am Schwanken. Also Erfolg erstmal ist für mich der Luxus, das machen zu können, was ich gerne möchte. Ich finde, das ist Erfolg. Der Luxus zu machen, das, was ich gerne möchte und davon sogar noch leben zu können, ist das Schönste, was es gibt. Und das ist mein persönlicher Erfolg. Und das gibt natürlich auch eine Bestätigung. Natürlich, ich weiß es nicht, ich müsste mal eine Therapie machen oder was, ob es tatsächlich so ist, dass man dadurch, dass man das so lange unterdrückt hat, dass man da diesen Drang hat, auch Anerkennung zu kriegen. Weil ich hatte wirklich auch, die Kindheit war jetzt nicht einfach mit Schwuli und so weiter. Also ich wurde immer gehandelt als Kind und so. Das war nicht so einfach. Und ob man das jetzt auf
Ob ich mir so die Bestätigung wiederhole, weiß ich nicht. Es ist aber tatsächlich, dass mit dem steigenden Erfolg oder der steigenden Popularität ist natürlich auch der Anspruch an einen immer groß in der Öffentlichkeit, auch die Erwartung, die Rolle zu spielen, eben ob, egal, ob die Eltern gestorben sind oder so, man muss zum Shooting und lächeln und sowas. Und also das finde ich mittlerweile sehr anstrengend und bin auch an so einer Grenze, wo ich sage, ich will gar nicht mehr. Also es ist wirklich, es ist ein toller Luxus, ich fahre über die halbe Welt und lege auf und mache sonst was und Dings, aber es ist sehr anstrengend, es ist ein hartes Brot. Das glaube ich. Ja. Und warum ist der Schneuzer dazu gekommen? Der Schneuzer kam irgendwann mal, da war ich in Israel, in Tel Aviv aufgelegt und hatte das gesehen bei Drax und fand das sehr lustig und auch cool und hatte dann irgendwann mal eine Woche nichts zu tun und habe das auch gemacht und dann waren die Reaktionen hier aber so krass, also so auch so sehr gespalten. Es war entweder einen dafür oder einen dagegen, es gab nichts dazwischen. So, und aber auch gerade in meiner schwulen Szene, Homo-Szene, irgendwie sehr krass dagegen, wo ich so dachte, also so dieses Schubladendenken oder auch dieses Denken, wenn jetzt hier so ein 2,20 Meter Transe anmarschiert kommt, da glaubt doch niemand, das ist wirklich eine Frau. Irgendwie so, also warum soll da kein, also dieses Schubladendenken wollte ich einfach aufbrechen. Und ich hatte dann eigentlich nur gesagt, na, noch eine Woche und noch eine Woche, weil die Reaktionen immer noch so waren und die Diskussion. Ich wollte diese Diskussion einfach auch. Ich wollte dieses Schubladendenken aufbrechen. Und das, darüber hinaus ist es aber ein Markenzeichen geworden. Und das ist dann natürlich, wie Conchita dann irgendwie ein, zwei Jahre später gewonnen hat. Plötzlich war der Bart dann sogar akzeptiert. Also so. Herr Gabers, wenn Sie abends in den Bauwagen gehen, dann dreht Gloria so richtig auf. Hätten Sie mal Lust, mal so für eine Nacht mal da so richtig mit rein ins Getümmel? Ne? Geht nicht mehr. Ich bin jetzt 65. Was soll ich da? Obwohl das Outfit wäre top. Man würde ja denken, da ist ein kleiner Fetisch unterwegs. Ja, ich habe aber keine Lust, den Kasper da zu machen. Aber Kasper zu bewegen, Musik bewegt sich da. Nein, ich da, wenn ich da jetzt so reingehe. Ach so, ne, aber zusammen. Ja, aber ja lass mich. Absolut. Nein, ich meine, ich habe meine Ziele. Ich will mit den Tieren noch was erreichen und ich brauche die, ja, die Kraft. Die haben da keinen Spaß, das stimmt. Nein, überhaupt nicht. Ich bin in der Natur groß geworden, auf dem Dorf, in der Natur. Ich bin ein Naturmensch. Das ist für mich, ja, da ziehe ich meine Kräfte raus. Können Sie eigentlich sich vorstellen, dass Sie irgendwann mal sagen, ach Mensch, Erwartungen und alles, was davon außen ist, ich habe gar keine Lust mehr auf Gloria, ich bin nur noch Michelle? Ich bin damit schon am Dealen mit dem Gedanken. Ehrlich? Also es ist so ein bisschen, ja, wir haben, ich habe immer gedacht, ich bin Stadtmensch, ich bin in Berlin groß geworden und sowas. Meine Mutter, meine Schwester haben schon seit Ewigkeiten Datschen außerhalb von Berlin und ich soll doch kommen, jetzt arbeite ich eh immer am Wochenende, wenn die da sind. Aber ich war immer so, nee, ich bin Stadtmensch. Jetzt haben wir seit 3 Jahren mit einem Bekannten den Schrebergarten seines Vaters geerbt und ich liebe es, auf Knien zu rutschen, Unkraut zu jäten, anzubauen. Ich hätte das nie gedacht. Ich liebe es. Wir haben jetzt den Garten daneben und das ist für mich nicht schön. Und ich war wirklich schon zwischenzeitlich jetzt so weit, dass ich einen Bauernhof. Ich habe gesagt, ich will Bäuerin werden. Ich will jetzt raus und ich kann mir das tatsächlich auch vorstellen. Ich würde das gerne machen. Wir haben eh mit so ein paar Mädels aus meinem Dunstkreis, wir haben uns eben, wie lange soll das noch gehen, wie lange, weil die Jungschen rücken nach, wir werden älter, wie lange kannst du dich nur auf Stöckeln auf der Bühne halten oder sollen sonst doch raustragen und wollten eigentlich einen Gnadenhof, aber für Transen machen. Ja. Und haben eigentlich wirklich geguckt, 1,5 Jahre außerhalb von Berlin, aber irgendwie mittlerweile guckt hat halt Berlin den Gedanken und die Preise sind astronomisch. Also Bauer oder Bäuerin, was wärst du denn letztendlich ohne Verkleidung? Also ich bin auch schon, ich weiß es nicht, ich wäre Gloria. Alle nennen mich nur Gloria, auch wenn ich nicht im Fummel bin. Also auch im Röckchen so beim Unkraut pflücken. Kann ich auch. Ja, kann ich auch. Also da habe ich kein Problem mit. Nee, also wenn jemand einen Bauernhof nahe Berlin hat. Ich sag ja, ihr beide habt euch gesucht und gefunden, die beiden. Ich kann mir Gloria gut auf dem Mähdrescher vorstellen. Nee, aber ich könnte mir das schon vorstellen.
Und es ist auch wirklich, ich finde so ein bisschen, irgendwann ist man auch, ich bin da wirklich so reingerutscht. Ich habe mir das nie gewünscht oder weiß nicht, hatte gar nicht so die Energie. Es war immer ein bisschen so reingerutscht und dann Dings. Und dann hat mich Freunde gefragt, ob ich in der Bar auflege und dann halt mit meinen CDs von zu Hause aufgelegt damals und Dings. Und das hat sich so verselbstständigt und immer mehr. Und dann bin ich in Madrid, Miss Madrid 98 geworden und so, also so Miss Drag und immer mehr. Und ist ja alles schön und gut, aber es ist auch so ein bisschen... gerade dieser Anspruch, auch im Nachtleben, weil es ist ja wirklich, ich muss diese Rolle immer erfüllen. Wir müssen als öffentliche Person irgendwie, wir können nicht traurig sein in der Öffentlichkeit, wir können nicht Dings, und es ist wahnsinnig anstrengend. Aber ich glaube, bei dir ist es noch stärker, weil wenn man dich als Gloria positiv gemeint bucht oder erwartet, weil eine große Party steigt, dann wünsche ich mir als derjenige, der dich ausgesucht hat, die kommt im Glamour, die wird auf den High Heels uns alle unterhalten. Ja. Bei uns ist es ja so, wenn ich jetzt eingeladen werde wie heute, kann mir keiner sagen, du musst ein Kleid anziehen oder eine Jeans oder ich muss geschminkt sein oder nicht. Meistens bei der Probe sagt man, bleiben Sie doch so. Ne? Also da ist ja kein Wunsch, aber bei einer Drag Queen, da erwartet man natürlich auch ich sage mal wie bei so einem V, dass du das Rad schiebst. Ja, ja. Und alle müssen hin und weg sein. Wir können in Jeans kommen, ich kann mir einen Zopf machen, ich kann heute mehr reden, ich kann auch weniger reden. Solange es nicht total daneben geht, bin ich ja ich, aber du bist ja so richtig eine Show, schon wenn du kommst. Ne? Und das ist ja auch als 3 Stunden Vorbereitung. Dann hatte ich irgendwie 7 Kleider heute mit, weil ich war ja selber tatsächlich, dann bin ich auch noch aufgeregt bei sowas. Und was ziehe ich an und sowas? Und mache ich dann doch wieder die typische Drag-Christbaumkugel oder mache ich es ein bisschen dezenter? Oder so, es ist schon. Und also man sieht immer, Erwartungen spielen eine Rolle und beeinflussen uns. Der Begriff von Erfolg wechselt auch im Laufe eines Lebens. Und ich glaube auch, dass wir, was wir als Sinn begreifen, oder was uns gerade wichtig ist, verändert sich. Und wir sind einfach gespannt, ob Sie bald mal auf dem Bauernhof sind oder wo auch immer und sehen auch gerne, ob Sie damit bocken oder nicht. Ich habe schon Shows im Schafstall gemacht, also wirklich läuft. Auf alle Fälle wären wir gerne dabei. Dann müssen wir ja mal zusammenarbeiten. Ne? Aber bei allem Erfolg, den wir auch mit Kopf oder Kunst oder was auch immer erzielen, das, was Sie beschreiben, etwas mit Händen zu machen, was Sie auch beschreiben, hat das auch noch mal eine Qualität? Das kommt. Das konnte man eigentlich auch vorhersagen. Zu jeder Bewegung gibt es die Gegenbewegung. Je mehr wir uns ins Internet begeben und unsinnliche Sachen machen, sinnvolle, aber unsinnliche, weil wir nichts mehr tasten und der Duft fehlt und dergleichen. Jeder, der mal ins Erdreich reinfasst, ich darf auch aus Erfahrung sprechen, es ist unglaublich, aber wer da ins Erdreich reinfasst, der verändert sich. Weil er bemerkt, es geht im Leben noch um was ganz anderes. Um was Anfassbares. Und Erdreich vermittelt einem sofort auch den Eindruck, hier ist Werden und Vergehen, hier ist ein Kreislauf. Während wir in der Moderne uns daran gewöhnt haben, sozusagen, hier beginnt's und dann fliegen wir ab in die Unendlichkeit und ins Nichts letzten Endes. Nee, hier ist Kreislauf. Und das Bedürfnis danach wird noch enorm werden. Das ist, glaube ich, keine Prophezeiung mehr. Da muss ich auch eine Sache zu sagen. Und zwar, ich schreibe gerade ein Buch und das stimmt auch. Ich sitze am Schreibtisch und ich kriege gar keine Zeile hin, weil ich gar kein Schreibmensch bin, sondern ein Sprechmensch. Und ich habe wirklich gedacht, wie komme ich hier weiter? Und ich bin jetzt in den Garten gegangen, das war aber kein Plan. War barfuß, die Sonne schien einigermaßen, ich war auf dem Rasen, ich habe mir das da bequem gemacht. Und genau das, was Sie beschrieben haben, das stimmt auch. Sobald ich da Kontakt zu diesem Rasen aufgenommen habe und diese ganze Natur abbekommen habe, war das auf einmal gar keine Hürde mehr, weiterzuschreiben, obwohl ich wirklich selten schreibe. Und ich habe einfach angefangen und es war eigentlich ganz gut. Ne? Und am nächsten Tag habe ich dann gedacht, so ein bisschen, man bildet sich ja auch was ein oder den blauen Himmel, so ein Quatsch, ich bin gar nicht so romantisch. Aber es ging wieder nur draußen und jetzt kommt der Winter, was mache ich dann? Aber Sie haben recht, diese Natur, die ich tagsüber in meinem Job ja nicht so viel um mich habe, die hat mir irgendwas gegeben und das hätte ich vor ein paar Jahren als lächerlich abgetan. Also das finde ich total interessant, was Sie gerade gesagt haben. Es gibt immer wieder Erfahrungen, die uns zeigen, es ist nicht nur der Erfolg, es sind eben auch andere Dinge, die uns prägen und es gibt auch andere Dinge, die zeigen, dass der Erfolg nicht alles ist. Manchmal sind es auch Erfahrungen, das haben Sie auch erlebt. Erleben müssen, denkt man, vielleicht erleben können. Sagen Sie vielleicht auch, Sie haben 2015
die Diagnose Krebs bekommen, Brustkrebs in einem fortgeschrittenen Stadium. Aber beginnen wir erst noch mal früher. Ihr Leben war auch gekennzeichnet von Erfolg und Karriere. Sie waren Weltmeisterin im Fitness und Aerobic. Sie hatten ein eigenes Unternehmen mit einer, ja, mit einer eigenen Marke. Wie wichtig war Ihnen dieser äußerliche Erfolg? Also von klein auf hatte ich schon immer das Gefühl, ich müsste irgendwie noch besser sein. Also ich hatte immer den Drang nach Anerkennung, nach Lob. Und so hat sich das auch rauskristallisiert. Ich war schon immer sportlich und mein großer Wunsch war damals, ich wäre Ski-Weltmeisterin. Also schon da hat es angefangen. Und das konnten wir uns aber damals nicht leisten. Hätte ich weggehen müssen von zu Hause. Und so habe ich halt doch irgendwie den Weg gefunden, in diese Erfolgsschiene zu gehen, bis ich dann eben wirklich 1999 Weltmeisterin wurde. Das Größte, was ich mir ja eigentlich vorgestellt hatte, Weltmeisterin zu sein. Und das war auch ein wunderschönes Gefühl. Und ich hatte das genossen, wie sie mich bewundert haben, die Menschen, auf der Bühne zu stehen. Also das ist auch jetzt noch so. Ich liebe es auch, auf der Bühne zu stehen und gesehen zu werden. Mhm. Aber als ich dann diesen Weltmeistertitel errungen hatte, dann stellte sich mir die Frage, und was ist jetzt? Mhm. Vielleicht holen Sie uns auch noch mal rein in Ihr Leben von damals. Wie viel Kraft mussten Sie denn da reinstecken? Wie oft waren Sie im Studio? Was haben Sie investiert? Ja, also zweimal am Tag auf jeden Fall Training. Das Training war jetzt gar nicht so, dass ich jetzt sage, das habe ich so in Erinnerung, dass es so stressig war. Aber was viel stressiger oder anstrengender war, war natürlich die Vorbereitung in der Ernährung mit der Diät, die ich davor gemacht habe, ein halbes Jahr letzten Endes, was ich davor gebraucht habe, um dann auch so die Figur zu bekommen, das Wasser aus dem Körper rauszuziehen. Und es war natürlich auch sehr herausfordernd für den Körper, also viel Stress. Haben ihn schon auch überfordert ab und zu? Also aus heutiger Sicht habe ich meinen Körper benutzt. Wohin sollte es Sie tragen, als Sie sich diese Frage dann nach dem WM-Titel gestellt haben? Wie ging es denn dann weiter? Naja, das war diese Frage. Und jetzt? Und es, im Außen war zwar alles da, der Glamour und Fernsehen und alles Mögliche, aber in mir drin, in mir drin war immer noch die kleine Diana. Also es hat sich nichts geändert vom Gefühl. Es war immer noch diese kleine Diana, die immer noch nicht genug hatte, die immer noch weiter suchend war. Und das war so der erste Punkt, wo ich dann angefangen habe zu reflektieren, was geschieht eigentlich im Leben? Ja, warum ist das Ganze so? Und so bin ich viele Wege gegangen, auch immer wieder auch in diese Rolle wieder gerutscht mit dem Erfolg. Ich hatte ja dann auch meine Kinder geboren, dann hatte ich erstmal bin ich ganz rausgegangen, war Mutter, so, ich mache jetzt nur noch Mutter, ja, und dann hat es 3 Jahre gedauert, dann hat es wieder angefangen, dass ich da in das Unterrichten gegangen bin. Auch immer im Lachen positiv sein, auch wenn es mir nicht gut ging, vorne zu stehen, die Leute zu motivieren, zu sagen, hey, auf geht's, Chaka. Ja, und in mir drin war es aber nicht so. Irgendwann hat Ihr Körper dann ja auch gezeigt, es geht so nicht weiter. Wie ging es Ihnen in den Monaten vor der Diagnose? Ja, ich hatte ja vorher schon, es hat sich ja bemerkbar gemacht in meinem Körper, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich hatte dann auch Schmerzen bekommen, auch im Rücken, in meinen Schulter und alles. Und ich habe dann gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und in dieser Zeit, war das dann schon so, dann hat sich auch Angst aufgetan. Mhm. Dann kam eben auch diese Angst noch dazu, dass ich eine Krankheit habe. Ja, das hat mich dann ganz lang begleitet, 3 Monate vorher bestimmt, wo ich früh aufgewacht bin mit Angst, abends eingeschlafen bin mit Angst, weil ich dann diesen Knoten auch in der Brust hatte. Ich habe das gespürt und bis ich dann wirklich dazu gestanden habe und habe dann gesagt, okay, jetzt muss was geschehen, so kann ich nicht weiterleben. Also so geht es nicht weiter. Wie war das dann, als aus der Angst Gewissheit wurde, als Sie die Diagnose bekommen haben? Ja, da ist in erster Linie erstmal gar nichts, weil ich konnte nicht zurückgreifen auf irgendwas, was ich vorher schon erlebt hatte, was ich mir antrainiert habe. Also sonst gibt es immer was, wo man aus der Vergangenheit greifen kann und das Problem dann löst. Aber hier gab es nichts, es gab nichts. Es war einfach nur ein Wort, das da im Raum stand, eben dieser Krebs. Und wir wissen alle, das Wort Krebs verbinden wir sofort mit Tod. Und das war natürlich auch bei mir in diesem Moment erstmal da, also in dieses Loch fallen. Und gleichzeitig war es aber auch für mich,
das hört sich ganz spooky an, eine Erleichterung, weil ich musste jetzt nicht mehr diese Diana sein, die nach außen hin immer groß und stark ist und nur positiv ist. Sie haben auch eine Chemotherapie bekommen, ne? Genau, ich habe Chemo, ich habe Antikörper, ich habe Operation, ich habe eigentlich das komplette Programm außer Bestrahlung. Mhm. Ich hatte aber auch keine Nebenwirkungen, also mir ging es der ganze Zeit sehr gut, besser als es mir jemals zuvor gegangen war. Hm. Ich möchte eins erzählen, das war, als ich im Wald spazieren gegangen bin. Ich bin dann viel spazieren gegangen, ich hatte ja dann nur Zeit für mich und es war so wunderschön. Und dann sich nur mit meinem Selbst zu beschäftigen. Bin in den Wald spazieren gegangen und es war so Herbst, so wie jetzt die Zeit. Und dann sind die Sonnenstrahlen durch die Bäume gegangen und ich lief so und plötzlich war ich mit allem, was ist, verbunden. Ich war eins mit den Vögeln, mit dem Blatt, das runterfiel, mit den Käfern am Boden. Es war alles einfach nur noch zusammen. Und ich hatte so ein Glücksgefühl, dass ich in den blauen Himmel geschrien habe oder ich laut gerufen habe, ich bin so dankbar, nur für diesen Moment, dass ich das erleben durfte. Und jetzt könnte ich auch sterben. Also das war dann so dieser Punkt, wo diese Annahme, diese Freude da war. So was wie Loslassen so ein bisschen. Ja, nicht nur das Loslassen, sondern in dem Moment habe ich mich regelrecht in mein Sein verliebt. Sie haben ja Familie, Sie haben auch Kinder. Wie war das für Ihre Kinder? Wurden die dann angesteckt in gewisser Weise von dem, was Sie ja jetzt auch hier ausstrahlen? Ja, also anfangs war klar, die Kleine, die Kira, hatte geweint, als sie das erfahren hatte. Die hatte wirklich Angst um mich. Und meine Große, die hat mich gleich in den Arm genommen und die war so stark und hat gesagt, es ist gut, wie es ist. Das waren ihre Worte. Und ich muss auch wirklich dazu sagen, es ging relativ, wirklich relativ schnell durch diese Klangschalenmeditation, die ich gemacht habe, in dieses, ich würde mal sagen, nicht greifbare Welt einzutauchen, zu erkennen, dass da mehr dahinter steckt als das, was wir greifen können, war ich so stabil in diesem Vertrauen, dass, das war wie unwirklich. Mhm. Ja, Mama Krebs. Irgendwie, nee, komisch. Ja, auch mit der Chemo. Erste Chemo, gut, ja, verträgt man ja noch gut. Die Haare fallen vielleicht zwischen der ersten und zweiten aus. Da haben wir gewartet. Ich habe meine Haare ganz kurz geschnitten schon, weil ich dachte, sie fallen aus. Und dann hatte ich sie so Army-Look-mäßig. Ja, zweite Chemo, ist nichts passiert. Ja, mein Mann sagte dann noch, naja, bei der dritten und bei der vierten ist es am schlimmsten. Ja, und ich hatte nie Erwartungen, dass jetzt nichts passiert oder das, was passiert. Ich habe das so angenommen, wie jeder Moment ist, wirklich diesen gegenwärtigen Moment in dem zu sein, weil da ist alles gut. Und es hat sich auch herausgestellt, ich hatte keine Haare verloren. Mir ging es besser als jemanden anderen und deswegen möchte ich auch den Menschen das schenken, dass es kein Drama ist. Also, dass wir wirklich diese Schöpferkraft in uns tragen. Da herauszugehen aus diesem Leid, aus diesem Opfersein. Nun ist es so, und ich glaube, dass natürlich ist es für andere auch ein Drama. Und ich glaube, jeder Weg ist anders. Aber ich finde trotzdem gut, dass Sie diese Kraft weitergeben wollen, ohne jetzt die Erwartung zu schüren, dass jeder jetzt das auch so haben muss und nicht auch ein Drama spüren darf. Ja? Aber wichtig ist ja auch noch, wie geht's Ihnen denn gesundheitlich? Also das ist jetzt 2015 gewesen. Was sagen die Mediziner, was sagen die Ärzte, mit denen Sie sich ja auch so gut verstehen? Naja, das war ja innerhalb von einem halben Jahr weg. Also ich kann nur sagen, und ich glaube, so denken viele, es ist toll, Sie so hier zu erleben. Schön, dass Sie hier sind. Herr Schmid, so wünschen wir uns viele Leute, nicht noch mehr. Oder nicht? Wie? Das ist ein Lehrstück. Ja. Es ist heute häufig die Rede von Vergewaltigung, aus sehr guten Gründen. Aber wir sprechen nicht über die Vergewaltigung, die Menschen sich selber antun und die sie ihrem Körper angetan haben. Das wäre etwas, was wir daraus lernen können. Behandle deinen Körper pfleglich. Mhm. Du hast auch eine Seele. Nimm deine Gefühle wahr. Behandle deine Gefühle pfleglich. Und du hast auch noch einen Geist, Gedanken. Sei aufmerksam auch auf deine Gedanken. Und das haben Sie durch diese heftige Krise hindurch so erfahren. Wie erkennen wir denn, was für uns gut ist? Und wie vermeiden wir es, einer Vorstellung von Erfolg hinterherzulaufen, die uns eigentlich nicht entspricht und die uns gar nicht gut tut?
gibt ein schönes deutsches Wort, Besinnung. Sich besinnen, zwischendurch immer mal wieder sich besinnen. Nicht 24 Stunden am Tag, auch nicht jeden Tag, aber zwischendurch mal. An der Bushaltestelle nicht unbedingt das Handy rausholen und sich ablenken, sondern gut, der Bus kommt jetzt 20 Minuten später, Moment für Besinnung. Was nehme ich an mir wahr? Wie ist mir? Warum ist mir so? Warum ist mir nicht gut? Womit ist mir nicht gut? Mit einem bestimmten Menschen? Mit einer bestimmten Tätigkeit? Was wäre denn die Alternative? Auf die Weise sich besinnen immer wieder mal. Das war das 100. Nachtcafé hier aus dem alten E-Werk in Baden-Baden. Schon mal danke für Ihre Treue. Danke auch an all die Gäste, die hier waren, für den Mut und für die Offenheit. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema Pulverfass Erbe. Jetzt die Spätschicht bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Dankeschön. Ja.